Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Heute wieder mit einer Custom Challenge, wieder von Tetsu. Ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal auch schon. Auf jeden Fall spielen wir die Challenge Wombi Dombi. Oder Bombi Dombi? Nennen Sie Bombi Dombi. Wir spielen Bombi Dombi als Isaac. Letztes Mal haben wir das sogar geschafft. Und zwar heißt sie Bombi Dombi, weil wir ein cooler, kleiner, muskulöser Gentleman sind. Yay, mit aufgerissenen Augen. Und zwar haben wir von Anfang an zumindest mehr Leben, zumindest drei mehr Leben. Deswegen sind wir auch so stämmig, weil wir halt The Buddy haben. Sonst haben wir noch Bob's Curse, Tiny Planet, Quadshot, Dr. Fetus, Cricket's Body, Mr. Mega, The Buddy, Yamhat, die große Batterie und noch ganz viel Tiersub. Das habe ich mir dadurch gegeben, dass ich mir einmal diesen Kleiderbügel da gegeben habe, dann noch diese... wie heißen die? Zahnstocher? Und noch irgendwas, ich habe noch gerade vergessen. Was? Ach nee, die Set Onion, die habe ich mir auch noch gegeben, weil ich sollte mir ganz viel Tiersub geben. Ansonsten noch ein Scheißhart als Trinket und das Yamhat als Space-Item. So, und zwar, wegen dem Tiny Planet etc. machen wir jetzt, wenn wir schießen, so ganz viele Bomben um uns rum. Die Explosion davon ist stärker, die Bomben an sich sind auch sehr stark, also die werden sehr viel Schaden machen. Und ja, so müssen wir jetzt hier irgendwie durchkommen und der Trick war eigentlich, ich habe noch gar keinen Schlüssel, dass ich in jedem Raum ein Leben verliere. Ich habe das allerdings eben schon mal getestet gehabt, fand sehr witzig und ich verliere nicht in jedem Raum ein Leben, wie ihr schon seht. Also man kann diesen Bomben trotzdem noch ausweichen, aber ich fand, eigentlich ist die Challenge ganz witzig. Ja doch, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich goldene Räume mitnehmen darf. Moment, ich kann mal eben in den Kommentar gucken. Scheinbar ist es so viele Bomben um dich herum hast, die den Raum vernichten, du aber pro Raum ein Herzschaden mindestens bekommst. Ja, das stimmt schon mal nicht. Aber ich glaube, ich darf sogar die Sachen mitnehmen. Gut, nochmal Damage ab, warum nicht? Hallo? Na? Ja, und jetzt machen wir hier diese schöne Challenge. Finde ich übrigens super von dir, Tetsu, dass du dir richtig Mühe gibst mit den Challenges. Machst du dir da richtig Gedanken? Finde ich voll cool. Naja, wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir hier kommen. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen vor den Bomben, dass man sich nicht selber trifft. Aber eigentlich ist das gut machbar. Ist halt alles ein bisschen schwieriger dadurch, dass wir, oh Gott, den Tiny Planet haben. Und richtig, richtig schlimm ist das mit diesen Bomben, wenn Sachen einen verfolgen. Das ist, glaube ich, das einzig Schlimme, was hier passieren kann. Ansonsten gehen die Bomben ja sowieso immer, also die bleiben hängen bei den Gegnern. Und das ist wieder nicht so schlimm. So, an sich geht das. Da habe ich einen Schaden bekommen. Oh Gott. Wir sollten vielleicht auch ein paar Mal... Oh nee, geh weg von mir. Unser Space-Item einsetzen. Das wäre auf jeden Fall auch ganz gut. Naja, aber mit The Buddy haben wir sowieso recht gute Startleben. Von daher, das sollte passen. Verlieren wir eigentlich ein ganzes Leben, wenn wir getroffen werden? Oder nur ein halbes? Ein ganzes. Oh, okay. Gut zu wissen. Ich hoffe nur, ich mache das jetzt alles richtig, weil in der letzten Challenge habe ich wohl ein bisschen gescheatet, weil ich gar nicht schießen durfte und es irgendwie trotzdem getan habe bei der Beyblade Challenge. Aber naja. So. Das war schon mal die erste Ebene. Lief ja schon mal recht gut. Yay, Licht. Leute, wir haben Licht. Wir können endlich wieder gucken. Oh Gott, bist du groß. Hi. Oh Gott. Komm, Bomben. Trefft ihn. Sehr gut. Oh, die haben wir schon. Das ist doch Bob's Curse, oder nicht? Ja. Bob's Curse, jetzt haben wir doppeltes Bob's Curse. Und sehen jetzt nicht mehr so cool aus. Schade. Unser Zylinder ist weg. Man hätte die Challenge sogar noch ein bisschen schwerer machen können. Indem man Reflection oder sowas einbaut. Ja, oder? Mit Reflection müsste das gehen. So. Ich will das Geld haben. Dann könnten wir jetzt eher kommen. Wir schauen in den Shop rein. Ich habe gesagt, wir schauen in den Shop rein. Spiel, please. So, was haben wir denn hier? Aha. Ein Jumpbuch. Okay, was kriegen wir hier? Okay, nichts Tolles. Nö. Da behalten wir das Yamhat. Weil das zur Challenge gehört. Oh Gott, ich werde Leben verlieren. Oh nee. Geht weg. Ich will nur. Aua. Mann. Oh, uns werden aber die Geheimräume angezeigt. Das ist auch was Schönes. Und wir kriegen Yodas Schatten. Gut, nochmal ein zweites Leben, wo wir dann nochmal ein bisschen stärker werden würden. So.
Denke. Nee, dir gebe ich mal keinen Schlüssel, wenn das kein Problem für dich ist. Danke. Na, ist ein bisschen komisch, mit diesen Bomben zu zielen, aber eigentlich geht das. Das geht eigentlich gut. Wenn sie halt die Gegner treffen, dann bleiben die halt echt so hängen. Und das ist der Vorteil. Oh. Würde ich in jeder anderen Situation mitnehmen, aber da das Child Heart zu unserer Challenge gehört, darf ich das nicht abgeben. So. Oder stand vielleicht in der Challenge noch irgendwas drin, von wegen mehr Leben oder so, dass die Gegner mehr Leben haben? Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Nee. Vielleicht ein Herz? Nö, auch nicht. Okay, dann nicht. Dann schaue ich hier rein. Wieso haben wir so viel Geld eigentlich? Nehmen wir da Options mit und die blaue Map und das blaue Herz. Und den Schlüssel. Und wir kaufen einfach alles. Speeddown. Oh nein. Sieht das jetzt eigentlich anders aus mit diesem Wiggle-Wiggle? Nee. Okay, dann nicht. Da oben ist noch eine Kiste. Die holen wir uns natürlich. Yeah, cool. Wundert mich aber gerade, dass wir schon wieder so viel Geld hatten. Das Game hat gerade jetzt begonnen und wir haben schon 40 Gold oder so gehabt. Oh. Oh Gott. Okay, das wäre ein Range-Up. Allerdings, Range-Up ist gar nicht so schlecht, oder? Das wäre ein Lebens-Upgrade, das wäre ein Range-Up. Wir nehmen das Lebens-Upgrade mit. Und die satanische Bibel. Nee. Wäre zwar besser als das Jamhard, aber nee. Nee, 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 nee. Das Jamhard gehört zu unserer Challenge. Wir können nicht einfach unsere Challenge-Items abgeben. Oh nee. Oh, warum? Oh, noch ein Heather. Okay, wir haben gleich volle Leben. Was auch immer. Wir werden hier zugeschmissen mit Leben. Man kann natürlich auch die ganze Zeit schießen, aber dann ist natürlich auch die Chance höher, dass man sich selber trifft. Was noch cool wäre, wäre zum Beispiel Homing Bombs. Homing Bombs, das wäre echt cool. Dann hast du die ganze Zeit vier Bomben, die auch noch die Gegner verfolgen. Ja. So ist das. So, komm mal her. Danke. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Leben. Wir müssen also ein paar Mal unser Jamhard einsetzen. Oh Gott. Hi. Wieso sehen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit die Geheimräume? Haben wir irgendwas aufgesammelt? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Hi. Full Health? Nein, Health dann. Okay, auch nicht so schlimm. Oh, okay, dass da was drin ist, hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Hi. Okay, ich werde Leben verlieren. Jo. Einfach Pilz. Yay. Isaac hat Pillen gefunden. Herzlichen Glückwunsch, Isaac. Ja, ich bin stolz auf dich. Aber so was mit Stolz. Noch ein Health Up. Vielleicht mal Bombster Key. Oh Gott. Jetzt haben wir ganz viele Schlüssel. Okay, haben wir gut überstanden, auch wenn wir ein paar Leben wieder verloren haben. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Pille drin. Die Bomben fliegen manchmal so richtig komisch. Wenn ich mich bewege, dann. Hä? Nee. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich rede. So, au. Ist das doof. Vor allem, dass das ein ganzes Leben abzieht. Und hätten wir jetzt noch dieses Range-Up mitgenommen. Oh Gott. Dann wäre das ja noch schöner. Oh Gott, ich töte mich gerade selber. Das ist ein blöder Raum. Ich gehe hier raus. Tschüss. Der war ja richtig bescheuert. Weil die Bomben auch so doof fliegen. Ich habe keine Leben mehr. Wo sind meine Leben hin? Wo sind all die Leben hin? Ich vermisse sie so sehr. Ja, oh. Nee. Fuck. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ah, danke. Wenn ich mich jetzt selber treffe, bin ich tot. Und wenn mich der eine da trifft, auch. Ich weiß nicht, ob ich lieber nach vorne schießen sollte oder lieber nach hinten. Ist die Sache. Ich glaube, wenn ich nach hinten schieße, um Sachen vorne zu treffen, ist das sogar besser, oder? Beziehungsweise müssen die Bomben einfach nur an den Gegnern dran heften. Dann ist das auch schon okay. Oh Gott. Wir brauchen mehr Leben. Wo ist eigentlich der Boss? Sehen wir gar nicht, ne? Aber der müsste irgendwo da hinten sein. Oh, ein Herz. Danke. Okay.
Ich habe das auf jeden Fall wieder viel zu locker genommen hier alles. Vielleicht doch nicht so einfach. Aber an sich sollten wir eigentlich gut Leben bekommen. Mit Yams Heart und sowas halt. Okay, ein Shop. Ein vergünstigtes Leben nehme ich sehr, sehr gerne mit. Den Rest kann ich mir leider nicht leisten. Und ich will hier ehrlich gesagt nichts aufspringen, weil ich dann Angst habe, dass ich mich wieder selber treffe. Von daher gehen wir mal weiter. Und töten hoffentlich diesmal diesen Raum hier. Okay, das sieht bisher ganz gut aus. So. Ah ja, diesmal lief das auf jeden Fall sehr viel besser. Okay, unseren Leben gibt es auch wieder gut. Okay, wir fühlen uns wieder sicher. Hi. Pam und Pam. Sehr schön. Hä? Wo kommen die Bomben her? Ach, ich war hier eben schon drin. Stimmt, 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 stimmt. Also irgendwie nicht so cool. Ich hasse Spinnen. Spinnen und dazu noch diese Bomben. Das ist ja richtig schlimm. Komm, sterb mal bitte. Danke. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch alles. Also mit Mr. Mega und so. Ich hoffe, das ist auch alles drin. Also, dass ich die Items habe. Weil bei Guillotine funktioniert das ja immer nicht. Was ich merkwürdig finde. Me Justice. Trust good people. Guter Tipp. Immer den richtigen Leuten vertrauen. Hallo? Danke. Oh. Merkt man den Damage ab denn? Ja. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem lieber Child's Heart mit. Einfach weil wir halt so wenig Leben haben. Und dringend weitere Leben brauchen. Speed Down, die lege ich mal weg, bevor ich sie aus der Seele irgendwie einsetze. So, hallo Boss. Wenigstens sterben die Bosse relativ schnell. Oh ja, doch. Und die sind dann noch vergiftet. Yes. Gehen wir zum Leben. Size Down oder Tears Up? Ich nehme mal das Size Down. Speed Up und wir machen voll die Party mit unserem Kopf. Shake it, Baby, shake it, shake it. Gibt es eigentlich wirklich irgend so eine Krankheit, wo die Augen die ganze Zeit so wackeln? Könnt ihr das eigentlich mit den Augen so komisch wackeln, mit den Pupillen? Ich kann das. Aber das kann ja irgendwie auch nicht jeder. Und soll auch nicht so gesund sein. Aber könnt ihr das? Also wenn ihr euch konzentriert, dass dann eure Augen so wackeln? Das würde mich ja mal interessieren. Weil ich kenne bisher nur eine einzige Person, die das auch kann. Und für der habe ich das quasi auch gelernt, beziehungsweise wusste nur, dass es sowas gibt. Und jetzt kann ich das selber. So. Hallo, hallo. Jetzt bin ich aber froh. Wenn ihr mich nicht tötet, dann ist alles trötet. Okay. Zumindest wissen wir so ein bisschen, wo der Boss ist, weil wir halt sehen, wo die Geheimräume sind. Warum auch immer wir das sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Von in jeder Ebene. So richtig komisch, egal. In der einen Ebene hätte ich es dann noch verstanden, weil da haben wir dieses eine Buch eingesetzt. Aber hier haben wir irgendwas aufgesammelt, das uns. Wir haben die blaue Map. Ach so, sag das doch. Und ich wundere mich hier die ganze Zeit. Oh, eine Heterpille. Hämatemesis können wir eigentlich einsetzen, wenn wir keine Leben mehr haben. Hä? Ich komme da drüben nicht hin. Ja, ich töte mich ja selber. Gut, dann kein goldener Raum für uns. Aber ich kam da drüben nicht hin. Ah, shit. Und hier ist scheinbar kein Boss. Hä? Wo müssen wir denn dann hin? Egal, nehmen wir erstmal das ganze Geld mit. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wir können ihn nicht töten. Hilfe! Hilfe, nein! Okay, aber der Boss müsste hier eigentlich irgendwo in der Nähe sein, auf jeden Fall. Oh nein, ganz viele Sp. Ist das dein Ernst? Bitte geht weg. So. Das Blöde ist, selbst wenn. Wir haben ganz viele Bomben, aber selbst wenn wir uns aus dem Raum raussprengen wollten, dann ist das immer noch blöd, das anzuvisieren. Weil wir diese Orbital-Tränen haben. Oh Gott. Lauf doch nicht dagegen, Dizzy. Lauf doch nicht gegen die Spinnen. Können die Großen mal sterben, bitte? Ah, oh, Kacke.
Jetzt. Beide tot? Nee, nur einer. Ah, fuck. Sterb. Nicht weglaufen. Sterben. Bist du tot? Nein. Oh. Komm schon. Als wenn ich jetzt den letzten nicht töten könnte. Wenn er die ganze Zeit wegläuft. Oh Gott. Okay, das war knapp, aber haben wir gut überlebt. Haben wir gut überlebt. Jetzt aber. Komm schon. Er läuft die ganze Zeit weg. Was ist los mit dir? Jetzt bist du aber tot. Du Arsch. Unglaublich. Unglaublich. So, Hämatesis gibt doch ein mehr rote Herzen, oder? Also, es zieht einen so viele Herzen ab, dass man nur noch eins hat. Aber gibt dann auch wieder neue. Ja gut, mit drei Herzen zum Boss. Ja gut, mit zwei Herzen zum Boss. Ah, können wir nicht mal mitnehmen. Okay, dann setze ich das ein. Hat sich nicht gelohnt. Hallo Gerdi, ich hoffe, du stirbst relativ schnell. Aber scheinbar tust du das. Gut. Wir leben hier echt am Minimum irgendwie. Ah, Damage Up. Aber da können rote Herzen drin. Ich nehme das Damage Up. Ohohoho. Homing Shots. Das heißt doch, die gehen jetzt an die Gegner ran, oder? Zählt das auch für die Bomben? Ja, geil. Yay. Stimmt, wir haben den Devil-Room ja gar nicht mitgenommen. Ein Angel-Room hat uns gerettet. Geil, jetzt sollten wir auch richtig... Ja, wir haben vollen Schaden. Und haben jetzt wieder unsere coolen Augen. Ja, das gilt auch für die Bomben. Geil, die Bomben verfolgen jetzt die Gegner. Nice. Richtig nice. Okay. Ja, so ein Sacrificial Heart ist schon recht nett, würde ich mal behaupten. Okay, ich glaube, ich komme noch hinten trotzdem nicht an, deswegen gehe ich mal hier raus. Hi. Was machst du denn schon hier? Au. Egal, ich habe aber meinen Arm halt. Ich werde getroffen werden. Ja. Wieso gehe ich nochmal rein? Man weiß es nicht. Der ist sich leider keiner sicher. So. Viele Institutionen haben versucht zu verstehen, warum ich in den Raum nochmal reingegangen bin. Aber keiner hat es verstanden. Bis heute nicht. So. Tschüss. Hä? Da lebt doch was? Wenn der an uns ranstürmt, nimmt er dann auch die Bomben? Ja, ne? Die liegen da ja eigentlich nur rum. Aber irgendwie gingen die doch nicht so auf die Gegner. Ja, so ein bisschen. Manchmal. Man weiß es nicht. Na doch. Doch tun sie. Die gehen an die Gegner ran. Aber manchmal auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Egal. Oh, hi. Na? Ein Herz brauche ich nicht. Hab genug Leben. Wow. Chubi chub chub. Hi. Judgment. Ich habe ganz viel Geld für dich. Oh, die Plazenta. Das ist auch nochmal ein Lebensupgrade, oder? Also brauchen wir das nicht, dann nehmen wir das. TS und Shot Speed Up ist immer toll. So. Die Zibetta sind ganz cool. Okay, können wir gar nicht benutzen, aber ist ein Lebensupgrade. Also haben Leben dazu bekommen. Immerhin. Ja. Hallo. Hallo. Okay, wieso geht das da? Oh nee, Spinnen. Au. Aber überall Spinnen? Warum? Nee. Ich mag keine Spinnen. Ich wollte nur das Geld. Pow. Was haben wir hier Schönes? Aha, ihr schon wieder. Die Knochen trocken. Pow. Blöd, Mann. Joker. Oh, wir können eine Ebene überspringen auf jeden Fall. Wenn wir wollten. Hier, Jera, Abduins. Jera hat doch Sachen verdoppelt, oder? Libra. Libra. Warum Libra? Nee, nehme ich mal lieber nicht mit. Besser ist das. So, und wir können
zweimal zum Joker gehen auf jeden Fall. Was uns nichts bringt. Naja. Haben wir unseren zweiten Schlüssel. Was können wir hier? Vision bringt uns auch nichts. Vision, yay. Und wir konnten die Ebene nicht überspringen. Yay. Hallo Bettler, tschüss Bettler, ich hab nichts für dich. Ich hab leider kein Geld, ich hab nur 35 Münzen. Und du weißt doch, die Miete heutzutage, die ist so hoch. Nochmal Abduins. Was will ich denn mit so vielen Joker-Karten? Nein, 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 gib mir den, gib mir den. Ich will den haben. Yes, das Dry Baby. My immortal friend. Jetzt sind wir wieder vereint. Hast mich schon vermisst, ne? Endlich darfst du wieder Sachen für mich abfangen. Oh. Einfach ein Pilz, sehr gut. Das Ding hier hat doch rote Herzen. Ne, blaue Herzen in rote verwandelt, oder? Oder anders? Ich habe keine Ahnung. Wir spenden mal Geld, damit das mal wieder hochgeht. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ah, was? Schon vorbei? Oh Mann. Ich hatte so viel Geld zu spenden. Aber der Automat wollte nicht. Immer diese Spendenorganisation, die nicht viele Spenden haben wollen. Die mit dem ganzen Spenden nicht mehr umgehen können. Hi, tschüss. Hey, du grüne Kiste, ich komme leider nicht an dich ran. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, oder? Nee. Da wäre noch ein bisschen Geld gewesen. Allerdings können wir gar kein Geld mehr spenden. Und wir brauchen auch eigentlich nichts mehr. Wir sind schon stark genug. So. Ach, komm schon. Du bist vergiftet seit 10.000 Jahren. Du bist jetzt Gammelfleisch. Sterb bitte, danke. Sehr schön und ja, sehr gut. Sehr gut, danke für den Necromonicon-Effekt. Der war echt nützlich. Au, oh Gott, nein, ich sterbe. Was nehmen wir mit? Warte, stand irgendwas in der Challenge drin, wo ich hingehen muss? Nee, ne? Ich darf machen, was ich will. Okay, gehen wir zu Isaac oder zum Teufel? Wir gehen zum Teufel. Oder zum Blue Baby. Wollen wir das Blue Baby besiegen? Sind wir stark genug dafür? Also unser Schaden ist ja auf jeden Fall enorm hoch. Ich hab Schaden bekommen. Immortal Friend, warum hast du mich nicht beschützt? Ja, du bist schuld, Immortal Friend. Als ob ich selber ausweichen würde. Du musst das alles abfangen. Warte, was war nochmal mit den weißen Versionen? Die konnte man erst töten, sobald alle anderen tot waren, oder? Ich glaub schon. So, wir könnten diese Ebene eigentlich überspringen. Wir könnten auch die... Hä? Ey, komm, ich hab euch getötet. Wieso leben die jetzt schon wieder? Die waren doch tot, oder nicht? Hä? Muss man echt warten, bis die Drops gekommen sind, oder wie? Bevor der Raum wirklich abgeschlossen ist. Das wäre mir aber neu. Ja. Ja, ich laufe gerne über diese ganzen Kacke-Dinger hier rüber. Das macht mir Spaß. Leben zu verlieren ist immer toll. Gott. Bomben, please. Ich verliere gerade voll viele Leben. Ah, nee. Na gut, wir schauen mal hier rein. Wir haben noch ein paar... Eine 6? Ich habe keine Ahnung, was eine 6 macht. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ein Würfelraum. Wie lange hatte ich denn bitte keinen Würfelraum mehr? Naja. Ah, da haben wir einen Geheimraum gefunden. Ohne es zu wollen. Mit dem Eternal Heart, was uns nichts bringt, weil wir schon volle Leben haben. Und das hier nicht das alte Isaac ist.
Okay. Oh Gott, ich kam da nicht mehr raus. Und Conquest. Das heißt, wir kriegen ein Pferd, oder? Heißt das, wir kriegen ein Pferd? So ein Pferd wäre eigentlich ganz schön cool. Was gibt mir dein Pferd? Okay, nee, ich nehme das hier mit, weil mir das ein Leben gibt. Okay, sind wir ja auch fertig. Mams Herzebene, gell? Ja. Mams Herz. Können wir überspringen, aber wollen wir nicht. Oder? Curse of the Blind? Moment, wir wissen ja, wo der Geheimraum ist. Gehen wir einfach zu dem Geheimraum hin. Der sollte ja dann irgendwo hier unten sein. Okay. Das gesehen, der hat eine unserer Attackenangriffen tun, ausgeblablub, überlebt. Ich kann sehr gut reden heute. Sehr, sehr gut. Ah, nee. Au. Das tut doch weh. Isaac, please. Du bist ein kleiner Engel. Ein kleines Engelsbraten. Ja, ein Engelsbraten. Gibt's Engelsbraten? Und schmeckt Teufelsbraten? Ist eine viel bessere Frage. So, wieder forschen. Okay. Bisschen Geld haben wir ja. Arr. Oh, eine Pretty Fly. Oh, die haben wir noch bekommen. Oh Gott, nein. Oh, please, ich will hier nicht drin sein. Oh, nee. Tschüss. Stimmt, wir haben ja noch so Bomben. Können wir auch alle einsetzen. Ich glaube, Mr. Mega ist aber nur, wenn wir die selber legen, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. So, hi. So, ich hätte gerne ein paar Leben. Könnte die über ein paar. Ach, aber selbst wenn wir sterben, dann werden wir wiedergeboren als Black Judas. Dann sind wir nochmal stärker. Von daher alles noch gut. Wir haben ja noch ein zweites Leben. Aber ich glaube, man wird dann nur mit zwei Leben wiedergeboren, oder? Da war doch irgend sowas. So. Okay, wir haben wieder volle Leben. Blub, blub. Immer wenn es uns schlecht geht, dann kommt sowas. Voll lächerlich eigentlich. Oh Gott. Okay, mit euch habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit diesen komischen fetten Dingern gerechnet. So. Und? Hallöchen, Itlifs. Na? Wie geht's deiner Mutter? Oder unserer Mutter? Moment. Bin ich nicht Itlifs? Man weiß es nicht. Und so, jetzt ist die Frage, wollen wir zu Isaac und dann den Blue Baby? Das müssen wir nämlich dann auch machen. Ja, komm, wir machen mal das Blue Baby, warum nicht? Als Isaac müssen wir uns selber vernichten. So, da ich gegen Isaac keine Lust habe. Ah, verdammt. Ach, das bringt nicht mal was? Okay, dann besiegen wir kurz den Engel. Den Roten, der am meisten Leben hat. Okay, kein Ding. Kein Ding, ich verliere gerne Leben. Verdammt, ich wollte die Ebene eigentlich überspringen. So, super Geheimraum ist auf jeden Fall hier hinten, da links. Wenn ich nach vorne schieße, dann sind die Bomben sogar schneller. Guckt euch das mal an. Oh, okay, da dachte ich, der wäre tot. Okay. Perfekt. Have you seen the exit? Your princess is in another castle. Live to die. Give up. Niemals. Take your medicine. What do you want to do today? Marry and reproduce. Immer. Mache ich. Jeden Tag. Zweimal. Ja, ich heirate zweimal am Tag und reproduze dann. Hä? Der ist nicht tot. Das Gute ist ja, wir machen sogar mehrfachen Schaden mit unseren Bomben, wenn halt mehrere treffen. Und daher bin ich eigentlich richtig, richtig stark. So, bitte einmal sterben. Okay, die erste Form ging irgendwie schnell tot. Okay, die zweite Form auch. Hä, aber der hat doch noch voll viele Leben. Warum? Die Form ging doch sonst nicht so schnell weg, oder?
Also bei der Hälfte der Leben ist er doch nicht in die dritte Form gekommen. Naja. Soll nicht meine Sorge sein. Gehen wir in die Chest. Hätten wir jetzt noch so diese eine Rune dabei, dann hätten wir hier alles verdoppeln können. Dann hätten wir einfach 8 goldene Kisten gehabt. Wir können sogar zum Mega-Satan gehen. I am all. I am the soul. Wollen wir? Ach komm. YOLO. Hallo Mega-Satan. Wird schon nicht so schwer werden. Hoffentlich. Es ist zwar dunkel, aber wird schon nicht so schwer werden. Und wir können gar nicht mal so weit angreifen. Oh Gott, das könnte ein Fehler gewesen sein. Moment, wir haben I am Soul. Das heißt, die ganzen Dinger werden weggeschubst, oder? War das nicht so? Aber wir können gar nicht fliegen. Okay, das ist schlecht. Nicht fliegen können ist immer so eine Sache. Okay, ich glaube, das war eine schlechte Idee, hier reinzugehen. Oh, shit. Ja. Das war auf jeden Fall eine schlechte Idee. Geilo, ich töte mich hier selber. Könntet ihr mir ein paar Leben hier lassen? Wäre ganz nett. Oh Gott. Da habe ich eine Steam-Ankündigung bekommen und habe nicht darauf geachtet, wo meine Bomben hinfliegen. Hä? Shit. Nein, ich habe keine Leben mehr. Oh nee, da kommen hier noch so... Jo, okay. Und der ist noch nicht mal in seiner zweiten Form, ist die Sache. Das ist nicht gut. Und ein Laser. Okay. Aber er ist immer noch nicht in seiner zweiten Form. Bin hier gerade voll am Sterben. Scheiße. Ich glaube, das Blue Baby wäre echt einfacher gewesen. Hab halt noch mehr Leben. Oh nein. Oh was? Nein, 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 Black Judas. Ah, wir starten nicht mal da. Oh Gott. Ja. Shit. Ja gut, damit habe ich jetzt diesen Mann zerstört. Es tut mir leid. Egal. Ah, shit. Es tut mir leid. Das Jammer bringt jetzt auch nichts mehr. Die ganzen roten Herzen bringen nichts mehr. Meh. Na, vielleicht eine Bolts of Steel oder sowas? Klaus, Klaus, Klaus! Gib mir eine Bolts of Steel! Das Blöde ist halt echt, dass wir nicht fliegen können. Also echt schlecht. Hätten wir fliegen gehabt, dann wäre das einfacher gewesen, auf jeden Fall. Oh Gott. Naja, nicht aufgeben. Wir können es noch schaffen. Mega-Satan vielleicht nicht, aber vielleicht das Blue Baby.
Wenn wir dann eventuell noch irgendwie Leben hier bekommen. Oh, oder Geld, ganz viel Geld, ja. Oh, shit. An unserer eigenen Bombe gestorben. Ja, selbst getötet, weil wir zum Megasatan gegangen sind. Es tut mir leid, aber es war eine schöne Challenge. Also mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sind ja hier auch nicht auf Windstrake Jagd, sondern einfach nur so. Ne, genau. Ich wollte es halt mal ausprobieren. War eigentlich klar, dass ich den Megasatan mit diesen komischen Bomben nicht besiegen könnte. Aber egal. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.